Ja, das Schöne am amerikanischen Kapitalismus ist, dass er deine Motivation erhöht und dass viele Menschen Hoffnung schöpfen und sich was aufbauen wollen und nicht daran gehindert werden, sondern die entwickeln Visionen und Ziele und Strategien und werden dann auch immer ehrgeiziger und arbeiten ganz hart daran. Das hast du bei uns naja, in Europa nicht so sehr ausgeprägt, wie das in Amerika ist. Du hast viel Bürokratie, du hast hohe Steuern, strikte Regulierung. Und das ist das Schöne am amerikanischen Kapitalismus. Und wenn du hierher kommst, spürst du das. Man sieht es ja schon an der hohen Aktiensparquote. Die Leute gehen eher Risiken ein und viele bauen sich auch was auf, relativ schnell. Natürlich scheitern auch einige, aber insgesamt ist dieser Optimismus und das Träumen und die Vision zu entwickeln extrem interessant und hilfreich. Hey, so jetzt bin ich an der Wall Street. Was du von den Reichen lernen kannst, ist das Risiko. Die gehen einfach Risiken ein mit ihrem Geld, mit ihren Anlagen und das wird halt von der Mittelschicht einfach nicht gemacht. Die geht auf Sicherheit, Lebensversicherungen, Bausparen, Sparbücher, Tagesgeld. Man muss einfach gezielte Risiken eingehen und man muss unterscheiden zwischen hohen Risiken und kleinen. Ja, also man kann so vielleicht auch skalieren von 1 bis 10. Hohes Risiko würde ich sehen bei Bitcoin. Gold weniger stark, aber ich mag ja im Grunde Investments, die Cash generieren, Gewinne produzieren und Gold macht das nicht, Bitcoin macht das nicht. Deswegen kommen für mich Aktien, also Unternehmenswerte, überwiegend in Frage und da fühle ich mich wohl, da kenne ich mich auch aus und die Risiken gehe ich ein. Natürlich auch nicht wild in Penny Stocks, sondern ich achte schon auf Qualität. Ein paar Penny Stocks habe ich auch, ein paar Investments, aber 95% solides, stabiles, was Profite generiert, den Umsatz ausbaut, was wächst und größer wird. Ja, so investieren die Reichen. Private Equity wäre jetzt noch höher vom Risiko, da habe ich auch ein paar Investments gemacht in private Firmen, die nicht börsennotiert sind. Das ist auf der Risikoskala Richtung 8, 9 würde ich mal sagen. Ja, und was in der Mittelschicht noch falsch läuft, ist Lotto, Glücksspiel. Das wird natürlich gerne gemacht, aber man verliert statistisch die Hälfte durch Steuern vom Staat, der zieht ab. Die Hälfte ist also ein Investment mit einer negativen Rendite von 50%, statistisch betrachtet, das Dümmste, was du machen kannst. Garantiert Verlust im Durchschnitt. Ja, und bei der Börse hast du 10% Rendite im Schnitt. 10% Rendite im Schnitt ist ziemlich gut. Deswegen sind Aktien was Herrliches, das beste Asset eigentlich, was du machen kannst. Und das sind alle Krisen eingerechnet, alle Betrugsfälle in den 10%. So einfach. Mehr braucht man eigentlich gar nicht wissen. Also wenn du Geld übrig hast, 1000 Euro, 2000, 5000 oder 100.000, die Börse ist langfristig statistisch gesehen das Beste. Weniger Risiken hast du wahrscheinlich bei Immobilien, aber das ist auch nicht risikolos. Hängt auch vom Einzelfall natürlich ab. Von der Lage, von der Qualität, von der Vermietbarkeit. So, jetzt bin ich an der Wall Street hier. Skillsoft, Unleash Your Edge, viele Börsengänge. Und jetzt haben wir das hier. Nichts für mich. Börsengänge, nein, danke.
Mache ich in der Regel nicht. Hey, das ganze Problem beim Konsum ist, dass wir in so eine Tretmühle reinkommen. Wir wollen immer mehr, wir füllen dann den Keller, den Dachboden, die Schränke. Und dann geben wir immer mehr aus und haben immer weniger Freiheiten. Das ist das ganz, ganz große Problem. Und wenn du daran arbeitest, nimmst du das Risiko aus deinem Leben raus und hast mehr Wahlmöglichkeiten, kannst den Job wechseln, kannst vielleicht mal ein halbes Jahr reisen, kannst dich selbstständig machen. Aber wer eine riesen Hypothek hat, Finanzierungen laufen hat, ein Auto finanziert hat und so, der kann das nicht. Deswegen gib auch nicht die Zeit auf deines Lebens mit dem ganzen Konsumhamsterrad, sondern bau dir was auf, bau dir ein Depot auf, reduziere die Schuldenphase auf null und arbeite dran an deinem Leben. Entwickle eine Vision und verplemper nicht die Jahre, endlos irgendwelchen Konsumgegenständen hinterherzulaufen und zu meinen, ja, das wird alles dich zufriedener machen. Ich glaube eher sogar das Gegenteil ist der Fall. Da gibt es auch endlos viele Studien zu. Ja, also bei mir ist es so, ich hab das ja schon oft erwähnt, ich habe 14 Jahre schon kein Auto mehr. Ich wasche meine Wäsche in einem Waschsalon, ich habe keine Waschmaschine. Ich habe noch nicht mal den Mikrowellenherd ersetzt, als der kaputt gegangen ist. Ich wohne wirklich bescheiden. Ich habe Secondhand-Kleidung, Secondhand-Möbel. Ich benutze viele Dinge wirklich lange und ich mache mir nichts draus aus teuren Kleidungsstücken oder teuren Restaurants. Ich habe es mal ausprobiert. Klar, das gehört dazu. Aber es muss nicht stetig sein. Und es ist irgendwie cooler, wenn man einfach lockerer lebt, mit weniger Ausgaben und hat dadurch halt viel mehr Möglichkeiten. Probier's mal aus, weniger, nimm das Risiko aus deinen ganzen Ausgaben raus, aus deinem Leben, aus diesen ganzen Verpflichtungen. Bau dir was auf und arbeite dran und entwickle eine Vision und dann kannst du viel mehr Dinge ausprobieren, die du vorher gar nicht ausprobiert hast oder dir hast erträumen lassen. Ja, zum Schluss kommen wir zu einem Pennystock, den ich besitze, Heidelberger Druckmaschinen. Da macht sich ein bisschen Hoffnung breit, aber ich mache ja hier keine Anlageberatung. Ist immer noch sehr, sehr riskant, das Ding. Ist abgebrannt. Aber hier, also das war im Tiefpunkt auf 50 Cent abgeschmiert. Er holt sich jetzt, die haben umgebaut, die trennen sich von Immobilien, die holen Geld in die Kasse rein. Aber hier, schau dir den Langfristchart an. Das Ding ist eine Katastrophe, Druckmaschinen, logisch. Zeitungen, Magazine sind auf dem Rückweg, auf dem Rückzug. Heute wird gelesen und Medien konsumiert online, digital, im Internet eben. Und nicht mehr als gedrucktes Printprodukt. Deswegen leiden die, das Geschäft ist zusammengebrochen, die müssen sich neu erfinden. Jetzt haben sie hier was verkauft, kürzlich in London für viel Geld, 25 Millionen Euro. Und das bringt Geld in die Kasse, das hilft denen, die entschlacken sich, die bauen ab, die machen sich schlanker. Und die sehen Gewinne in den nächsten 2 Jahren. Also der Vorstand ist hoffnungsvoll, verbreitet Optimismus, senkt die Kosten und er kümmert sich um Wachstumsmärkte wie China, Digitaldruck und Verpackungsdruck und so. Das sind Wachstumsfelder. Sie bauen auch so Ladestationen für Elektroautos, wo sie den Umsatz verdoppelt haben, aber alles noch auf sehr kleinem Niveau. Und es besteht Hoffnung in der Aktie, sind wahrscheinlich auch viele Zocker drin. Leute, ich weiß nicht, was mit dem Ding passiert. Die langfristige Kursentwicklung war katastrophal. Das hat nach einer Insolvenz ausgesehen. Ich habe die Aktie schon länger. Eigentlich bin ich enttäuscht, aber immer noch mache ich mir Hoffnung. Vielleicht schaffen sie es in die grüne Zone, in die Gewinnzone zu kommen, wie sie es versprechen. Aber es ist nichts für konservative Anleger natürlich. Hey, am besten, um ehrlich zu sein, kaufst dir ein ETF, ja, weltweites ETF oder auf den S&P 500 oder auch auf den MDAX kannst du machen. Ein günstiges ETF, achte auf die Kosten, dass du nicht 1% Gebühren bezahlst pro Jahr, sondern das soll schon deutlich geringer sein als 1%. Niedrige Gebühren beim ETF, kaufst das Ding, sparst jeden Monat rein und dann ist deine Altersvorsorge gerettet, ja. Und wie schon angesprochen im Video, ich will euch helfen, dass ihr die Konsumausgaben im Griff habt. Und glaubt nicht, dass immer alles konsumieren bis zum Anschlag, dass das erfüllen wird und dein Leben wirklich bereichern. Nee, das kann ja jeder selbst entscheiden, wie extrem er geht. Ich bin einen extremen Weg gegangen.
Mit der Sparsamkeit. Aber jedenfalls, leb nicht von der Hand in den Mund, gib nicht alles aus, bau dir was auf. Die Altersvorsorge ist wichtig. Und je aggressiver und motivierter du bist, hey, desto mehr Möglichkeiten ergeben sich dann später im Leben. Wenn du dir was aufbaust, hast du ein Depot, hast du wenig Verpflichtungen, kannst viel, viel mehr Dinge machen. Ja, macht's gut, bis die Tage. Ciao.